Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Heute im Stöcker sammeln? Nein. Ich glaube, ihr habt langsam genug hiervon. Daher würde ich gerne mal etwas probieren. Wie kein Platz. Ich brauche unbedingt eine Kiste. Okay, machen wir es anders. Steinklinge. Steinklinge. Ein Seil. Ein Stock. Ein Stock. Noch ein Stock. Was war das nicht mit dem Seil? Wo hier ist unser Haus. Ich leg's mal einfach hier hin. Ich wollte gerade so eine Metallaxt machen, aber irgendwie will er nicht so ganz. Keine Ahnung warum. Aber es wird jetzt langsam hell. Wir haben wieder nicht geschlafen. Hier liegen auch noch Holzscheite rum. Ich denke, wir gucken mal, haben wir Lehm schon gebaut? Weil wenn nicht, ist das jetzt unser Anliegen. Haben wir nicht? Ich war eigentlich echt der Überzeugung, dass wir das schon gemacht haben. Oder habe ich das letzte Mal nicht gespeichert und mache hier viele Sachen neu? Nee, ne? Das wäre jetzt richtig Grotte von mir. Weil die letzte Aufnahmesession ist leider auch schon ein wenig her. Ach, da ist Lehm. Ein Lehmmischer brauchen wir erstmal. Ich meine, gut, zu unserem Glück haben wir Holzscheite. Wir haben Bambusasche. Ich weiß nicht mehr, ob wir große Äste brauchten. Ich hoffe irgendwie gerade auf nicht. Für die Lagerkisten. Oder ob man da Holzscheite brauchte? Ich weiß es gerade halt echt nicht mehr. Oh, das ist aber hier auch eng. Aber man kommt durch. Kohlenhydrate und Fette sinken halt ziemlich stark ab. Es wächst gerade keine Banane. Warum liegt da ein Palmblatt? Gut, dann machen wir das hier jetzt auch nochmal fertig. Ich glaube, wir brauchten nur noch drei. Jawohl, Flusslehm. Lehm nehmen. Da hinein. Ach oh Gott, ich habe auf den. Ich wollte gerade sagen, statt dass ich eben Lehm nehmen, ich habe den Stein gezielt. So, Wasser. Hier ist noch nichts. Und hier sind wieder zwei Knochenzüngler. Extrem praktisch, ey. Hier sind sau viele große Steine.
diese Schnecken. Die bringen halt irgendwie gefühlt gar nichts. Hier hängt alles voll davon. Ist halt aber irgendwie nicht wirklich der beste Fleischlieferant. So, ich wollte nämlich immer in der Zeit, während das hier... Ah. Durch, oh, ich habe schon wieder Igel am Arm. Seht ihr das? Mh, lecker. Da haben wir so viele. Mach es weg. Gut. Ja, deswegen wollte ich die hier mal kurz so ein bisschen auf eine Stelle sammeln. Die packen wir auch gleich dahinter hin. Diese Lehmwürste. Und dann geht's gleich nochmal von vorne los. Lehm nehmen. Lehm nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch eine Asche bei habe. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ich habe oben auf jeden Fall noch. Ah, wir sind ziemlich erschöpft. Nehmen wir die Lagerfeuerasche beide mit. Alle drei mit. Die können wir uns nämlich hier unten gleich dann nachher lagern. Oh, hier. Wunderbar. Bitte sag mir noch eine wenigstens. Ja. Ah, Parasiten. Ja, ich sollte mich waschen vorher. Gut, jetzt haben wir Parasiten. Aber was soll ich machen? Da kann ich jetzt eh nichts gegen tun. Also doch, kann man. Es gibt ja was dagegen, aber... Ich hoffe, das geht auch wieder vorbei. Kann ich die da oben rausstellen? Nein. Ich würde die schon gerne ein bisschen dichter ranstellen. Ich glaube, dafür stört das Ding hier. Wieder Blätterhaufen gesammelt. Tagebuch war's. Stock, 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 Stock. Kein Stock mehr. So. Krieg ich mal wieder schönes Wetter? Wäre ja mal echt wieder was Neues. Oh komm, bitte sag mir, dass ich jetzt irgendwie die Parasiten wieder loswerde nach einer Zeit. Oh, verdammt, nochmal Stöcker. Stimmt ja, den Deckel musste man extra bauen. Sehen wir gleich ein paar mehr mit. Denn ich möchte ja nicht nur da unten eine Truhe haben, ich würde auch hier oben gerne noch eine bauen. Wo wir dann halt sowas wie die ganzen Federn, die ganzen Fischgräten reinmachen, solange wir nicht wissen, wofür wir sie brauchen. Ah, Feuerbretter brauchte man als Deckel. Aber jetzt muss ich erstmal ganz kurz ein Nickerchen halten. Los, komm, wir gehen ins Bett. So. Der Rest hält alles noch so ein bisschen durch. Aber Wasser kann man zwischendurch ja immer trinken. Was hier an Stöckern liegt. Appelartig. Dianen. Dianen.
Wir müssen scheinbar wieder Bäume fällen. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall eine neue Axt. Es gab bloß Steinbeine. Steinaxt. Da ist eine Axt. Nehmen wir doch lieber eine ordentliche Axt jetzt statt bloß diese kleine. Hilfe. Ein Holzscheit. Gut, ich glaube, einen haben wir noch in der Bude. Zwei. Ach, da liegen noch ein paar mehr. Super. Dann auf damit. Nach hier unten. Wirklich jetzt, weil wieder im Rucksack kein Platz mehr ist, oder wie? Also das ist noch so ein bisschen suboptimal hier. Und noch ein Lehmziegel mehr. Benutzen. Genau, und hier können wir jetzt nämlich uns die Lagerfeuerasche reinlagern. Aber wir werden auch gleich nochmal eine Runde Lehm machen. Den Parasiten haben wir immer noch, ey. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken, was gegen Parasiten hilft, weil es ja ätzend. Nehmen. So, Wasser kommt. Können wir uns in der Zeit einmal waschen? Haben wir denn noch im Rucksack was Essbares? Gut. Dann mischen wir den Lehm auch noch und dann können wir das so lassen. Dann haben wir erstmal, wie gesagt, ordentlich Lehm da. Herstellen. Nein, Quatsch. Tagebuch. Können wir hier unten noch irgendeine andere? Bogenfalle, Stachelfalle. Steinfalle. Weiß nicht, da müssen wir bestimmt auch was unterpacken, um irgendein Tier zu fangen. Seerose. Seerose, weiß ich, war gut. Antivenine, Flüssigkeit, Kohlenhydrate. Fieber, Lebensmittelvergiftung, Parasiten. Pflanzen mit Anti, ja, gut. Ja gut, wir verbrauchen dadurch noch mehr. Ich sehe hier leider auch gerade nichts, was das tut. Oh Gott. Wir fallen gleich wieder um. Wir trinken schnell und dann gehen wir ins Bett.
Kohle hilft gegen Lebensmittelvergiftung, das weiß ich. Oh, das war mutig, das noch zu sammeln. Mai, mai, mai. Okay, wir müssen diesen Parasiten irgendwie loswerden. Wir machen uns jetzt erstmal ein Feuerchen. Ich würde es nämlich schade finden, wenn uns jetzt das hier noch vergammelt im Inventar. Trockenes Blatt. Da. Na, super. Er hat es wieder gelernt, wie es geht. Wollte er am Anfang der Session nicht so ganz. So, dann sammeln wir die Früchte hier. Beziehungsweise die verdorbenen. Und dann kriegen wir nämlich noch mehr Larven raus. So, dann können wir uns gleich auch nochmal unseren schönen Krebs hier machen. So, was haben wir noch? Ja, wir haben immer noch den Tukan. So, herstellen. Lehmkiste. Hier kommen wir ja nicht wirklich unter, ne? Da kommen wir da noch nicht unter, weil das noch nicht fertig ist. Ja, wenn es nachher fertig ist, kommen wir auf jeden Fall weiter unter. Von daher, oh, keine Stöcke mehr. Gut. Stöcke sammeln. Einfach nach unten gucken und aufsammeln. Hier liegt genug rum. Oh. Langer Ast, langer Ast, langer Ast. Langer Ast. Oh, hier ist auch noch ein Holzscheit, okay. Aber die langen Äste nehmen wir natürlich mit. Die brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob ich die immer hier so hinschmeißen sollte, ob das gut ist, aber... Ich will die auch nicht da so als Mauer bauen. Ich finde das so dämlich. Weil... Wofür? Wichtig ist, dass wir nicht nass von oben werden. Lianen. Komm gleich. Da habt ihr gehört, ich werde gerufen. Ich muss mich schon wieder untersuchen. Was ist denn jetzt los? Ach, Gott sei Dank habe ich rasierte Beine. Da sieht man die Egel dann besser. Das war es immer noch nicht. Das ist auch noch einer. So. Wir haben gegessen. Wir können noch mal trinken. Und dann, was sagt die Uhr? 19 Minuten. Ich würde gerne wenigstens noch einmal... ein paar Palmenblätter holen. Schön wäre natürlich, wenn wir hier eine richtige Brücke bauen könnten. Aber dann kommen nachher die Ureinwohner rüber, ne? Vielleicht ist es auch gut, dass wir es nicht können. Oh. So, Blätter holen. Dass wir endlich das letzte Stück vom Haus dann auch irgendwann mal fertig kriegen.
Wie gesagt, 9 lange Äste für so eine Wand. Irgendwie haben 3 Stück, ist schon echt viel, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal demontiere und probiere, das mit einer Lehmwand zu machen. Oder ob ich die Lehmwand im Nachhinein ranklatschen kann. Weil, wenn ich es richtig gelesen habe, ich war mal so im Steam-Forum unterwegs dazu, habe ich halt gesehen, dass man... Ich kann schon wieder nicht mehr tragen. Alter, mit Blättern hier rübergehen ist auch ziemlich heiß. Dass man halt, da noch Lehmwände draus, also Lehmwände auch 9 so eine Äste brauchen, die halt noch daran geschmiert werden, würde das Ganze ja eventuell ein bisschen angenehmer machen. So, haben wir da vorne noch 4 Blätter, dass ich sagen kann. 3 Blätter. Dass ich sagen kann, das Ding hier ist endlich mal fertig, unsere Hütte. Wenigstens das Dach. So ein Umzug, Alter, wir müssten echt auch nochmal zurück, weil die leeren Dosen, wo ich mich immer gefragt habe, wofür die sind, habe ich dort auch gelesen. Immer dieses, ich hab's gelesen. Ja, ich kann lesen. Kann man wohl auch einschmelzen zu Eisen. Allerdings diesen Eisenofen selber bekommt man erst, sobald man einmal eine Eisenader gehauen hat. Jetzt habe ich allerdings nicht das Rezept für eine entsprechende Spitzhacke oder sowas gefunden. Irgendwie mit 2 Messern habe ich irgendwo gelesen und irgendwas noch. Aber ich weiß es halt nicht genau. Ja, guck mal, jetzt kommen wir auch ein Stück tiefer rein. Komm, wir bauen wenigstens den Untergrund der des. Ja. Dieses Ding ist noch fertig. Dass wir uns das hier alles so ein bisschen auflehmen können. Und da muss ich unbedingt nochmal gucken, was gegen Parasiten hilft. Ich will die loswerden. So. Die Stöcke können wir noch reinstecken. Die Feuerbretter. Auch noch. Komm. Ah, noch ein Lehmziegelstein. Nein, das machen wir die nächste Folge, sonst kippen wir um. Wir gehen jetzt schlafen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ausgeschlafen, ausgeruht. Nicht ganz ausgeschlafen, aber ausgeruht. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.